Natürlich was ganz Wunderbares. Wir haben ja noch einen dritten Band geschrieben, den gibt es leider nur noch antiquarisch. Frauen singen von Jesus. Herrlich, die Havergel. Und solange mein Jesus lebt, näher mein Gott zu dir. Was sind das alles für wunderbare Lieder? Herr, wenn mich festhält, deine starke Hand. Und nun haben wir heute den Abschluss aus Johannes 21. Wir lesen von Vers 15 bis Vers 22. Ganz am Ende des Johannesevangeliums. Als sie nun das Mahl gehalten hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus. Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieber, als mich diese haben? Petrus spricht zu Jesus, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm, weide meine Lämmer. Spricht Jesus zum zweiten Mal zu Petrus, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Simon spricht zu Jesus, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm, weide meine Schafe. Spricht Jesus zum dritten Mal zu Simon, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil er zum dritten Mal zu ihm sagte, hast du mich lieb? Und sprach zu Jesus, Herr, du weißt alle Dinge. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm, weide meine Schafe. Amen, Amen, wahrlich, wahrlich, ich sage dir. Als du jünger warst, gürtetest du dich selbst und gingst, wohin du wolltest. Wenn du aber alt wirst, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wo du nicht hin willst. Da sagte Jesus aber, um anzuzeigen, mit welchem Tod er Gott preisen würde. Und als er das gesagt hatte, spricht er zu Petrus, folge mir nach. Petrus aber wandte sich um und sah den Jünger folgen, den Jesus lieb hatte, der auch beim Abendessen an seiner Brust gelegen und gesagt hatte, Herr, wer ist, der dich verrät? Als Petrus diesen sah, spricht er zu Jesus, Herr, was wird aber mit diesem? Jesus spricht zu ihm, wenn ich will, dass er bleibt, bis ich komme, was geht's dich an, folge du mir nach. Dieses Kapitel am Ende des Johannesevangeliums beginnt ja, so wie es bei dir in wenigen Stunden zu Hause weitergeht. Das war alles vorbei, was sie mit Jesus erlebt hatten. Sie waren wieder zurückgegangen, in den Kahn gestiegen, so wie du morgen wieder bei der Arbeit bist. Das war ja schön. Was bleibt eigentlich? Und sie werfen die Netze aus, völlige Pleite. Kein einziger Fisch. Die ganze Nacht gefischt und nichts gefangen. So wie es geht, in deinem Leben, im Alltag. Die Mütter wieder bei ihren Kindern, Schüler, Studenten bei ihrer Arbeit, im Geschäft. Der ewige Trott. Und dann steht da, da es nun Morgen war, stand Jesus am Ufer. Sie haben ihn gar nicht erkannt. Weißt du, dass morgen früh Jesus bei dir am Ufer steht? Auch wenn du ihn nicht siehst. Und er sieht deinen Misserfolg, deine Enttäuschung, deine Leere, wie das alles verflogen ist, was du hier gehört hast. Und da geht das Alte mit uns. Die Tränen von Simon Petrus, die waren nimmer geflossen.
Aber das Gewissen war wund, ich habe Jesus verleugnet, hat sich geschämt. So wie wir uns schämen, unser ganzes langes Leben. Wie wenig wir glauben, wie wenig wir Jesus zutrauen, wie wenig wir ihm nachfolgen. Und da steht Jesus am Ufer. Und als Petrus merkte, es ist der Herr, da stürzt er ins Wasser. Er hat eine Begierde. Ich möchte einmal noch bei Jesus sein, richtig bei ihm. Und Jesus gibt ihm den Auftrag, wirf die Netze aus. Und dann kann man die Netze kaum halten. So zappelt es. Es ist ganz wunderbar, dass Jesus mit uns ganz große Dinge tun will. Draußen. Das mit dem Netze auswerfen ist ja ganz wunderbar. Menschen für Jesus fangen. Menschen zu Jesus führen. Brauchbar zu werden für ihn. Sie zählen dann die Fische und dann die Zahl 153. Und dann halten sie das Mahl. Das ist ja wunderbar, dass Jesus uns stärkt. Und dann, nachdem sie das Mahl gehalten hatten. Ich hätte erwartet, dass Jesus sagt, Bürschchen, Simon Petrus, noch einmal so eine Geschichte. Dann sind wir aber quitt. Dann hört es auf zwischen uns. Reiß dich mal zusammen. Mach mir keine Schande. So machen wir es doch dauernd. Wir holen den Besenstiel raus. Wenn einer in der Gemeinde versagt, dann fragen wir, was müssen wir jetzt von der Zucht anwenden? Wie können wir denn zusammenstauchen, dass das aufhört mit der Untreue zu Jesus? Wir sind alle so schnell gesetzliche Menschen und glauben, dass das Sinn hätte. Reiß dich doch zusammen. Wie kannst du sowas tun? Jesus verleugnen, der dir nur Liebes getan hat. Aber Jesus weiß, dass das alles gar keinen Wert hat. Und merkt euch, dies hat keinen Wert. Alle unsere Ermahnungen haben keinen Wert. Ich habe große Sorge, dass ihr nach Hause geht und sagt, ich reiß mich noch mal zusammen. Was hat denn das für einen Wert, dich zusammenzureißen? Weißt du, dass dein Leben ohne Jesus hoffnungslos ist? Und wenn du dich zusammenreißt, kannst du dich bloß kaputt reißen. Und mit Buße kannst du nur dein Leben kaputt machen. Und du kannst fasten wie ein Weltmeister. Du kannst deine Gesundheit ruinieren, aber du kannst nicht selig werden. Alle Gesetzesvorhaben, die in der Gemeinde Jesu angeboten sind, es gibt so viele gesetzliche Christen, die uns immer Ratschläge geben, was ich machen muss. Psychologen helfen auch nicht weiter. Die sagen, das ist gar nicht schlimm. Machen wir alle. Es ist heute in der Jesusgemeinde genauso, dass wir die Verleugnung von Jesus als normal ansehen. Nein, das ist ganz furchtbar, wenn wir den einzigen Heiland, Retter, der uns herausreißt, der uns zu Ehren bringt, der uns lieb hat, der uns sucht, der ewige Gottessohn, der uns in den Himmel bringen will, den können wir doch nicht verleugnen. Weißt du, in unseren Tagen wird ja viel über Rassismus gesprochen. Das ist ganz schlimm. Rassismus gibt es nicht bloß bei uns in Deutschland, das gibt es in Afrika und in China. Selbst Zigeuner sind rassistisch und spucken auf uns herunter. Frauen auf die Männer und die Männer auf die Frauen. Und die Afrikaner, die haben ein Tierscher, das ist das Liebste. Ich bin kein Weißer. Die spucken auf uns herunter, die sind rassistisch und sagen, ich bin ja nicht so wie die Weißen. Alle unsere Entwicklungshelfer und Missionare, die wir rausschicken, die leiden darunter. Die haben einen Stolz, ich bin schwarz. Und die Chinesen sind stolz, dass sie nicht Westler sind. Und die Russen sind stolz, dass sie ganz anders sind als wir. Das ist unsere menschliche Eigenart, aber am schlimmsten ist der geistliche Rassismus. Wenn ich meine, ich bin besser, faste täglich, mache Jesus nur Freude, mach so viel Hausbesuche. Bei mir ist alles in Ordnung, weißt du, weil das die Täuschung ist.
Unser Herz ist ferne von Jesus. Und deshalb ist so wunderbar, dass Jesus dem Simon Petrus nicht eine moralische Standpauke hält. Lass den Blödsinn! Er fragt ihn, hast du mich lieb? Ganz merkwürdig. Es sind ja Liebespaare auf der Parkbank. Hast du mich lieb? Evelyn oder wie sie heißt. Und der Hans-Joachim, hast du mich lieb? Und Jesus fragt nach der Liebe. Hast du mich lieb? Nicht mal das Heulen hat einen Wert über deine Sünde. Weißt du, so schön in eurem Liederbuch, dass ihr die ganzen Heilslieder drin habt. Ich muss euch das noch kurz erklären, wie das war, wenn da immer kommt Chor. Das war in der großen Erweckung bei Moody's, müsst ihr mal lesen, Amerika am letzten, in der Mitte des 19. Jahrhunderts in Amerika. Da war Bliss, da steht ja manchmal drüber, das war so der Heino in Amerika, der Schlagersänger, der ist zum Glauben an Jesus gekommen. Mit den riesigen Versammlungen, Moody war Schuhhändler, Schuhverkäufer, brennender Jesuszeuge. Und dann hat er Bliss gesungen, den Solo, und dann hat die Leute im Chor mitgesungen. Da gibt es einen schönen Film, kann mit Bibel-TV, könnt ihr irgendwann dann klickern, dass die Leute, die die Eisenbahn nach Kalifornien gebaut haben, abends die Jesuslieder gesungen haben. Das ging ins Herz. Wo die Gnade gerühmt wurde, die Gnade von Jesus ist allergrößte. Du kannst mit deinem kaputten Leben nichts mehr anfangen. Wir sind unter die Sünde verkauft. Lies doch den Römerbrief. War der große Professor August Tulluk, der gesagt hat, du musst einmal die Höllenfahrt der Selbsterkenntnis machen. August Tulluk war im 19. Jahrhundert ein ganz großer Mann, einer der wenigen bibeltreuen Theologen in Halle. Des Zweiflers Weihe, hat er geschrieben. Wir zweifeln ja alles so ganz ab. Der Zweifler muss einmal die Höllenfahrt der Selbsterkenntnis machen. Du musst einmal dein Herz sehen, da ist nichts Gutes drin. Haben ganz viele Christen noch nie gemacht. Und du kannst das erst erkennen, wenn dir Jesus die Augen öffnet. Und das ist so schön. Ich habe das beschrieben bei Philipp Spitta. Der hat ja damals nicht studieren dürfen. War ein ganz begabter junger Mann. Der Vater war gestorben, er hat eine Uhrmacherlehre gemacht. Er durfte erst studieren, wie die Eltern das Geld, das sie zum Studium für den jüngsten Sohn zurückgelegt hatten. Er durfte das Abi nachmachen. Es war sicher selten einer so gern in die Schule gegangen, wie Philipp Spitta. Und dann war er in Göttingen in der Uni. Und die Studenten haben bei allem geklopft wie heute, was gegen die Bibel war. Dem Hochmut, wir sind die tollen Leute. Jesus kann glücklich sein, dass er so tolle Christen hat wie uns. Und hat August Tulluk diesem jungen Philipp Spitta gesagt, du musst einmal die Höllenfahrt der Selbsterkenntnis machen. Und dann kannst du erst die Himmelfahrt der Gotteserkenntnis machen. Und für Philipp Spitta ist das durchgedrungen. Er hat einen Freund gehabt, es war der größte Spötter aller Zeiten, der Heinrich Heine, der die Lorelei gedichtet hat, die da ihr goldenes Haar kämmt am Loreleifelsen, auf wie gotteslästerliches gesagt hat. Und da hat er sich getrennt von seinem Freund. Er hat gesagt, das ist nicht gut, wenn du kommst. Er konnte nicht gleich Pfarrer werden, er war Hauslehrer. Er hat gesagt, du, wenn du deine blöden Witze machst, das will ich nicht bei den Kindern, wo ich bin. Und der Philipp Spitta wurde dann ein ganz großer Jesuszeuge. Bei dir, Jesus, will ich bleiben, stets in deinem Dienste stehen. Nichts soll mich von dir vertreiben, will auf deinen Wegen. Ich will bei Jesus bleiben, weil ich meiner ganzen Natur entrinnen will, nur wenn ich bei Jesus bin. Vor ein paar Tagen ist das Blatt der Mission von Südosteuropa bei mir angekommen und da war schon der Leitartikel drin, Friedemann Wunderlich. Ich habe ihm gleich mit E-Mail geschrieben, Friedemann, das hört man heute so selten, was du schreibst.
Und ich habe immer eine Riesenfreude, wenn noch einer in unseren Tagen da schreibt, in der Christenheit wird alles immer gesprochen, was wir wollen und in der Welt und was wir für Jesus machen, eine neue Aktion und neu, was wir uns alles aktivieren und Kurse machen. In Jesus bleiben, in Jesus bleiben. Das war August Holluck, des Zweiflers Weihe. Cool, das kann man heute noch lesen, er findet das irgendwo im Internet. Den Briefwechsel mit Guido, wo er das sagt, das ist das Wichtigste in deinem Leben. O komm, du Geist der Wahrheit, und kehre bei uns ein, verbreite Licht und Klarheit, verbanne Trug und Schein, gieß aus dein Heiligfeuer. Der Geist Gottes muss in unserem Leben wieder brennen und das sagen, ich bin ein verlorener Mensch, aber der Heiland lässt mich nicht los. Und das ist unser Thema. Ich habe es längst hinterlassen. Wenn ich beerdigt werde, ich brauche keine Worte, ich brauche keine Leichenpredigt, sondern ruf die herrlichen Worte aus. Lobe den Herrn, meine Seele. Und was in mir ist, seinen heiligen Namen, der meine Seele vom Tode errettet. Ruf die großen Gottesworte aus. Denn das bleibt uns auch über unserem ganzen Leben das große Rühmen. Dann singt mir es Erbarmung widerfahren. Erbarmung, deren ich nicht wert. Und das ist in der Christenheit so selten geworden. Ihr habt das noch in euren Liederbüchern drin. Ich habe so eine Freude gehabt, die herrlichen Lieder alle wieder zu finden, die von euren Vorfahren her eingeprägt wurden. Und sage, ich habe sonst nichts zu sagen, als dass ein Bürger kam, der meine Schuld getragen, die Rechnung auf sich nahm und sie so füllig hingezählt, dass von der ganzen Menge nicht ein Heller fehlt. Wir sind doch nicht besser als die Gottlosen, sondern wir sind errettete Leute, weil die Gnade Gottes über unserem Leben gilt. Ja, das mit Philipp Spitta, das darf man nicht vergessen, wenn man seine herrlichen Lieder singt. Was hat er alles für wunderbare Lieder uns geschenkt? Er war Zuchthauspfarrer und hat das erlebt mit ganz tief gefallenen Menschen, die das Heil ergriffen haben. All die herrlichen Philipp Spitta-Lieder, wunderbare Lieder, Jesus-Lieder. Aber ein junger Vikar, der es genauso begriffen hat, und das bleibt so aktuell, was August Holluck uns gezeigt hat. Es gab auch andere Theologen, die uns das wirklich gezeigt haben. Die Höllenfahrt der Selbsterkenntnis. Wir lehren ja den Kindern, ich bin klein, mein Herz ist rein. Nein, 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 nein. Ich bin klein, mein Herz mach rein, soll niemand drin wohnen als Jesus allein. Wir haben kein reines Herz und das wissen die Mütter, dass wir die Babys kein reines Herz haben, sondern Heiland haben. Das müssen wir ihnen erzählen, von früher Jugend an. Und da war ein junger Vikar, wenn einmal nach Dumbrecht kommt, wisst, dass das über viele Generationen hinweg in Nümbrecht blieb, ist wunderbar. Wenn das so Segensstätten bleiben. August Risse war ein ganz stolzer junger Mann als Theologe, was er alles für Jesus kann, bis ihm die Augen geöffnet wurden, du bist ein verlorener, sündiger Mensch. Zur Schlüssel, zur Wahrheitserkenntnis. Und dann hat August Risse ein Lied gedichtet. Schade, dass wir so selten singen. Gott ist die Liebe, er liebt auch mich. Ich lag in Banden der schnöden Sünde, lag in Banden und konnte nicht los. Er sandte Jesus drin, treuen Heiland. Das ist doch kein Kitschlied. Das bleibt unser Grundbekenntnis für den größten Menschen. Und wenn er 4 Doktorgrade hat, das macht ihn groß bei Gott, dass die Gnade Gottes uns selig macht. Wir müssen wissen, dass der Hochmut, als ob wir Christen uns rühmen, ja, wir sind ja Christen, wir sind keine Muslime und keine Buddhisten, der allergrößte Blödsinn ist, der schlimmste Virus, der das Schiff zum Sinken bringt. Denn ohne Christ Jesus sind wir eine Null. Und wenn wir uns einbilden, was wir alles machen, nein, was Jesus macht, und da wünsche ich dir, dass du nach Hause kommst und weißt, dass nun morgen war, stand Jesus am Ufer.
Und er will mit mir, sündigen Menschen, ganz neu anfangen. Und da fragt er mich nur, hast du mich lieb? Weißt du, viele, ich weiß nicht, wer dich schon mal gefragt hat, hast du Jesus lieb? Wir fragen ja immer, was ist dein Glaubensbekenntnis? Oder bist du Methodist oder bist du Lutheraner oder Baptist oder was bist du? Aber das kommt ja nie in der Bibel vor. In der Bibel gibt es immer die Frage, hast du mich lieb? Jesus liebhaben. Weißt du, dass Jesus liebhaben nun möglich ist, wenn man ganz am Ende ist mit seinen eigenen Möglichkeiten, wenn man bankrott gemacht hat, pleite ist. So wie der Petrus, wo er bloß noch geheult hat über seinem Versagen. Und ich wünsche dir, dass du bis in deine Todesstunde nie stolzer wirst, als über diesem, ich habe Jesus verleugnet. Ich habe mein Leben ohne Jesus gewollt. Ich habe es ja gleich am Anfang gesagt, wo Jesus sagt, im Gleichnis vom Weinstock, ohne mich könnt ihr nichts tun. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Alles nur, was durch mich geht und was ich treibe und durch die Reben hindurch, das bringt Frucht. Sag nur mal, war das die Gefahr? Ja! Bei allen Jesus-Jüngern war das Gefahr. Herr, wir machen das alles. Ich habe schon bei anderen gehört, die es mir ganz deutlich erklärt, das war am Anfang so, als ich mich bekehrt habe. Jetzt kann ich auch so für Jesus etwas. Die können das alles ohne Jesus? Nein, du kannst das nicht ohne Jesus. Hast du mich lieb? Und das ist das Allerherrlichste, dass das dich treiben darf. Herr Jesus, du weißt, dass ich dich lieb habe. Ich habe gar nichts mehr, als dass ich dich lieb habe. Steht ja im 1. Korintherbrief das hohe Lied der Liebe drin. Und der Apostel Paulus hat dieses hohe Lied der Liebe geschrieben. Da meinen manche, das sei ein guter Hochzeitstext. Nein, das ist zuerst mal ein Lied, das für dein Leben gilt. Wenn ich mit Engelszungen reden könnte, wenn ich alle Gaben hätte, die man auf der Welt hat, wenn ich Märtyrer sein könnte für Jesus und hätte nicht die Jesusliebe, dann wäre ich nichts, eine Null. Ohne Jesusliebe läuft nichts. Und Jesus möchte in deinem Leben der Motor sein, weil er dich lieb hat. Dann müssen wir den 1. Johannesbrief einmal lesen. Nicht, dass wir Gott geliebt haben. Ach Quatsch. Was ist deine Liebe selbstsüchtig? Ich habe doch meine Frau bloß geheiratet aus Egoismus, aber die Jesusliebe. Er hat mich zuerst geliebt. Als ich nichts würdig war, hat er mich geholt. Voller Schuld und bis zum letzten Tag bleibt das so. Ich erschrecke jeden Abend, wie untreu ich ihm war. Aber da sagt Paulus, ich wäre bloß eine klingende Schelle. Ich würde ihm nur Krach machen, so ein Gebimmel. Wenn ich die Jesusliebe nicht hätte, weißt du, dass die Jesusliebe der größte Motor deines Lebens ist und das können nur Leute erleben, die sich täglich beugen unter der Last ihres Versagens und der Sünde. Und darum brauchst du nicht erschrecken. Es kraut und sauft, was in unserem Leben alles kommt, an Schmutz und Dreck und bösen Gedanken, Hass, Neid, Eifersucht, Geiz. Und was aus unserer Zunge kommt, das ist ganz furchtbar, was wir reden. Martin Luther hat es ja so schön im 8. Gebot gesagt, dass wir Gutes sollen reden und alles zum Besten kehren. Was wir mit unserer Zunge für bösen Leumund machen, andere verraten, Nachrede. Was ist unser Leben so fern von dem, was Jesus will? Und darum am Schluss dieser Freizeit und das stehen. Ich wünsche euch nur, dass ihr diesen Blick habt. Ach, mein Herr Jesus, wenn ich dich nicht hätte, nicht dein Blut nicht für die Sünde rede, wo soll ich ärmster unter den Elenden mich sonst hinwenden? Ich wüsste nicht, wo ich vor Jammer bliebe. Denn wo ist solch ein Herz wie deins voll Liebe? Du bist meine Zuversicht alleine. Sonst weiß ich keine. Das ist ganz interessant. In vielen neueren Liederbüchern, auch der Gemeinschaftsbewegung, ist ein Vers ausgelassen. Gregor, ein Herrnhuter, da war das immer ganz stark bei Zinzendorf.
wo dann, ich bin in Wahrheit eins der schlechtsten Wesen. Bloß wer das weiß bis zu seinem Tod, dass das nicht anders wird. Wenn der Heiland uns nicht bewahrt, kein Schritt mehr ohne Jesus. Und das ist so wunderbar, dass er dich hält und trägt. Im Alten Testament stehen ja so große Worte drin über Babel und über Assur. Und mich erschüttert das immer. Das ist, weil du so stolz bist. Das ist die Ursünde. Babel. Wenn man in Berlin im Museum noch über die Mauern da sieht, im Pergamonmuseum, Babel, diese Stadt. Ich will dich zu Boden stürzen, sagt Gott. Gott zerbricht in unserer Welt alles Hochmütige. Und ihr werdet auch sehen, dass gar nicht viel bleibt von dem Spektakel, was viele große Leute machen, was sie aus der Welt machen und wie sie das neue Recht geben. Es mündet alles in die Herrschaft des Antichristen ein. Aber die Gemeinde Jesu lebt aus der Demut. Weil du so stolz bist, will ich dich zu Boden stürzen. Ezekiel 27 und 28 steht es, Jesaja 13 und 14. Ich habe einen alten Mann getroffen in Erlangen, der war einer der Ausgräber von Babel. Das ist ja ganz merkwürdig. Niemand hat die Stadt wieder aufgebaut. Eine Riesenstadt. Die hatten Stadtmauern so groß, dass 12 Fuhrwerke miteinander auf der Mauer fahren konnten. Und dieses Babel hat Israel besiegt, Jerusalem. Was bist du denn, Jerusalem? Und da stand der König Josia und sagte, ich vertraue auf den Herrn. Weißt du, mit uns ist kein Staat zu machen, aber Jesus hat uns erwählt, weil er uns lieb hat. Und diese Liebe von Jesus ist der große Trieb, die Kraft, die dich treibt. Und es war immer so, dass in der Jesusgemeinde aus dieser Jesusliebe so viel kam. Du kannst auch mit Leid tun, deine Sünde nicht besiegen, bloß Jesus kriegt sie in den Griff. Und jetzt war es so schön heute Morgen in der Andacht, die sind des Meeres Tiefe geworden. Brauchst nicht fischen gehen und die nochmal rausziehen. Und Jesus weiß das schon, aber er will was Neues mit dir machen. Und er steht am Ufer und sagt, wirf deine Netze aus. Und das ist das Herrlichste. Jesus ist der beste Therapeut für deine Seele. Weil er der Sünde keinen Raum mehr gibt. Und die Sünde ist nicht das größte Problem. Dein Unglaube, deine Jesusferne, deine fehlende Jesusliebe. Da gibt es ja herrliche Lieder. Ich will dich lieben, meine Stärke. Ich will dich lieben, meine Ziel. Hast du Jesus lieb? Und ich finde es ganz toll, wenn selbst unsere Bundeswehr antritt, und dann große Zapfenstreich kommt, Helm ab zum Gebet. Und dann kommt, ich bete an die Macht der Liebe, die sich in Jesus offenbart, Terstegen. Und in unserem Volk, in unserem gottlosen Volk, jedes Mal nur beim Zapfenstreich. Ist wenigstens noch ein Rest da, ob es die Christen überhaupt noch begriffen haben, dass Jesus die Triebkraft deines Lebens ist. Und du bist und bleibst ein verlorener Mensch, aber durch Jesus gerettet. Und du musst in der Gnade bleiben. Viele von euch haben ja Hermann Hofsäß kennengelernt. Und Hermann Hofsäß, der Weingärtner aus Neustadt, hat uns immer das von Friedrich von Bodelschwing, dem Gründer von Bethel, wichtig gemacht. Wo Gnade dein Herz nicht demütig, nicht klein, arm und dankbar macht, da wird es stolz, frech, hart und sicher. Die Gnade beugt dich und das ist so wunderbar, dass Jesus und so, das ist ein Abgrund in mir, aber Herr Jesus, du hast mich erwählt und ich darf mit dir leben. Wohl den Menschen, die dich für ihre Stärke halten von Herzen. Herr Jesus, du kennst den ganzen Jammer meines Lebens und ich darf dir nachfolgen und ich darf bei dir bleiben. Schon der König Salomo hat in den Sprüchen geschrieben, ein stolzes Herz ist dem Herrn ein Gräuel und wird gewiss nicht ungestraft bleiben. Es hat sich bei uns eingebürgert, dass wir alle so stolz auftreten können, so rühmen und unsere Siege, die wir haben die Sünden immer, spätestens in dem Augenblick, wo wir so stolz hintreten und fast vorspielen, der Herr weiß doch, wie arm wir sind. Er ist stark
Sind wir schwach, der Herr hat Kräfte. Sind wir arm, der Herr ist reich. Wer ist unserem König gleich? Unser Herr tut Wunderwerke. Sagt, ob der nicht helfen kann, dem die Himmel untertan. Dieser Jesus ist dein Herr. Heute schon, wenn du nach Hause kommst, morgen früh, wenn der Jammer deines Lebens über dich wieder hereinbricht, wer bin ich? Und dann sing die herrlichen Lieder, Jesus, meine Freude. Wunderbar, ich diene dem größten König und ich darf nur eins haben. Dreimal fragt Jesus, dreimal. Warum hat denn Jesus dreimal gefragt? Weil auch die Verleugnung des Petrus dreimal war unsere Sünde. Da sind wir manchmal so verstockt darin. Und das ist die Hoffnungslosigkeit unseres Lebens. Paulus schreibt einmal, wer ist eigentlich dazu tüchtig, den Dienst für Jesus zu tun? Warum hat er ihn getan? Weil die Gnade ihn berufen hat, die Gnade. Die Gnade ist für Leute, die alles schuldig sind und nichts mehr haben. Wie kriege ich diese Liebe? Ich kann sie nur entdecken, dass Jesus mich geliebt hat. Und wenn es dich ekelt vor deiner Sünde, und wir brauchen die Sünde gar nicht ausbreiten. Ich finde das auch immer nicht gut, wenn da irgendwo im ERF da so Schilderungen kommen, wenn die Leute nochmal die ganzen Details des schmutzigen Lebens ausbreiten. Wir wissen doch, was das für Abgründe sind, was der Teufel alles tun kann. Und das darf den christlichen Gemeinden auch nicht mehr. Wir wissen doch, was Teufelswerk ist. Aber dass der Heiland dich lieb hat und dass er keinen hinausstößt, dass er jeden sucht, den schlimmsten Gangster und Verbrecher, und du darfst ein Zeuge dieser Liebe sein. Jesu Liebe sucht dich und gibt dich nicht auf, und er will in deinem Leben etwas Neues machen. Und gerade wenn unser Herz so kalt ist, möchte er dich entzünden. Hättest du dich nicht zuerst an mich gehangen, ich wäre von selbst dich wohl nicht suchen gegangen. Du suchtest mich und nahmst mich voll Erbarmen in deine Arme. Das war damals, als Zinzendorf lebte, er war ja Jurist, Reichsgraf, das war der höchste Adelstitel. Die hatten jederzeit Zugang zum Kaiser, war eine österreichische Familie, Adelsfamilie, die geflohen war. Zinzendorf hat seinen Vater verloren, der ist kurz nach seiner Geburt gestorben. Aber die Mutter hat noch mal geheiratet, den preußischen Generalfeldmarschall von Natzmar. Und die Mama war immer im Manöver. Und dann hat ihn die Oma, die Freifrau von Gersdorf, aus diesem Namen, den wir finden bis zum 20. Juli, tolle Familie. Und sie war die fromme Oma. Und die hat den jungen Zinzendorf gelehrt, das Beten und das Verstehen des Bibelworts. Und Zinzendorf war ein ganz großer Graf, ist nach Paris gereist. Was ihm das Herz abgenötigt hat, das war in Düsseldorf das Bild. Das tat ich für dich. Was tust du für mich? Der gekreuzigte Jesus. Und das hat die Herrnhuter Brüdergemeinde, damals hat Zinzendorf gesagt, offenbar hat man das nur noch in der Brüdergemeinde gelernt. Das Bild des gekreuzigten Jesus, dass das unser Leben, unser Heil ist. Und das auch in den Liedern von Zinzendorf so groß. Er, der höchste Graf, Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Damit will ich vor Gott bestehen, wenn ich zum Himmel wird eingehen, nicht mit meinen Werken. Das ist ja alles minimal, was ich durch Jesus in dieser Welt noch wirken darf. Und ich wünsche mir, dass er dich zum Werkzeug macht, dass er benutzt in vielfältigen, aber das ist so groß, dass dieses Kreuz dein Leben prägt. 1. Korinther 13, das Hohelied der Liebe. Wenn ich nicht diese Jesus-Liebe hätte, unsere Liebe ist sehr eigensüchtig. Wenn du mal das liest, das passt nie. Das, was da von der Liebe steht, das passt nur auf Jesus. Die Liebe bläht sich nicht auf, sie sucht nicht das ihre. Ich suche in meiner Liebe natürlich das Glück meines Lebens bei meiner Frau. Aber die Jesus-Liebe, die nicht das ihre sucht, die sucht das Verlorene, das Gestrandete, das Letzte. Darum hat er dich erwählt und er will in deinem Leben alles wirken. Und selbst das Martyrium für Jesus ist nichts, wenn es nicht aus der Jesus-Liebe kommt. Und jetzt gefallen mir die Lieder so, und ich meine, die haben das Evangelium nochmal zusammengefasst. Philipp Friedrich Hiller, er hatte einen Lehrer gehabt, schon im Gymnasium in Denkendorf, das waren damals diese Klosterschulen. Und dann ist in seinem Leben das Schlimmste eingetreten, was einem Pfarrer passieren kann. Er hat die Stimme verloren.
hat gebetet wie ein Weltmeister. Und dann ging er zu seinem Seelsorger, Johann Albrecht Bengel. Der hat gesagt, schreibe. Da hat der Philipp Friedrich Hiller zwei Jahrgänge, zweimal 350 Mal Lieder gedichtet, das Liederkästlein von Philipp, all die herrlichen Lieder drin. Und da ist das Schönste überhaupt noch immer drin, Jesus Christus herrscht als König. Das wunderbare Lied von dem Triumph, dass Jesus kann und der Herr ist. Aber mir ist Erbarmung widerfahren. Oder ich will streben nach dem Leben, wo ich selig bin. Und da heißt, du musst ziehen, mein Bemühen ist zu mangelhaft. Meine ganze Frömmigkeit ist doch nichts, wenn du, Jesus, mich nicht ziehst. Und darum ist das die Mitte unseres Glaubens und unserer Erfahrung. Und das ist so herrlich, dass diese Jesusliebe dich treibt morgen, wenn du wieder den Misserfolg siehst deines Lebens, wenn du wieder scheiterst und wenn du Jesus wieder verleugnest, bis zur Todesstunde, wir alle. Und wir wollen nie was anderes sagen als den anderen zur Ermutigung. Ich habe das heute Morgen euch schon versucht zu erklären. Wir wollen ja immer den anderen vorleben, wie gut wir sind. Wisst ihr, dass das Dümmste ist, was es ist? Mich hat es immer interessiert, warum Muslime Christen werden. Es ist das Allerschwierigste, einen Muslim zu bekehren, weil ein Muslim keine Sündenbewusstsein hat. Und wenn ihr eurem türkischen Nachbarn sagt, ich bin ein Sünder, versteht er nicht. Der sagt, du bist ein guter Nachbar, machst doch alles so toll. Und wenn ihr in einem guten Augenblick ihm sagt, du, ich will dir was sagen, ich bin jeden Abend zerbrochen über so viel, was ich falsch mache. Ich bin oft so ungerecht meinen Kindern gegenüber, ich versäume so viel meiner Frau gegenüber. Und meinem Kopf gibt so viel Schmutz und Dreck. Ich habe in einem Chemieinstitut in Stuttgart, größten Chemiefachschule in privater Hand in Deutschland, der Leiter ist zum Glauben gekommen und hat gesagt, ich muss da auch so Religionsunterricht machen. Das war ich gar nicht vorgesehen. Und wie wir am Bußtag waren, da kam eine Muslima, die wollte auch teilnehmen. Und die war dekoriert wie eine katholische Nonne mit all den Schleiern dazugehangen. Und die hatten riesen Spaß gehabt und gesagt, jetzt erzählen Sie mal, was Sie für Sünden haben. Ich habe gesagt, ich kann euch sagen, dass ich sehr traurig bin in meinem Leben, was ich alles falsch mache und was ich alles Böses in meinem Leben habe. Und dann haben wir darüber gesprochen und war plötzlich Stille im Raum. Und am Ende kamen die Muslime auf mich zu und ich sage, das ist ja gar nicht anders bei uns. Aber was macht ihr dann mit der ganzen Müll eures Lebens? Da sagte ich, das müssen wir tragen. Das musst du nicht tragen, das hat Jesus für dich getragen. Wisst ihr, dass das die größte Botschaft ist, wenn du das bekennst, dass in einer Gemeinde nichts gehört, wo ich gar keine Details sagen. Dass wir bekennen, wir sind verlorene Leute, aber der Heiland hat uns gerettet. Und der Heiland hat uns lieb und der Heiland sucht uns, dass die Botschaft, die unsere stolze Christenheit aufwecken könnte, die von lauter Aktion voll ist, was sie machen. Im Alten Testament gibt es eine Frau, die war Richterin. In der Bibel werden die Frauen gegenüber den Männern nicht zurückgesetzt. Das war keine Quotenfrau, sondern die Deborah, die war sogar für den damaligen Herrscher, für den Barak, eine ganz große Ermutigung, da hat in Israel Gericht gehalten. Da sind die Männer hingegangen und sagten, du musst ein Urteil sprechen. Wir kommen mit unserem Kram nicht mehr weiter. Und die hat selbst in der Kriegsnot durch die Philister, hat die ungeheuer geholfen, damals zum Sieg. Richter 4 steht die Geschichte. Und die hat ein Siegeslied gedichtet und da steht das schöne Satz drin. Die ihn aber lieb haben, müssen sein, wie die Sonne aufgeht in ihrer Pracht. Ja, schon das vorgesehen, die Jesus lieb haben. Die den Retter Gott lieb haben. Das ist das Allergrößte von deinem Leben. Wie die Sonne aufgeht. Die Sonne ist so gewaltig. Ich habe vorher zu ein paar gesagt, die dort saßen. Nur 60 Minuten, glaube ich, von der Sonnenstrahlung auffangen. Das ist der ganze Energiebedarf der ganzen Welt, wenn man das könnte. So ist Gott verschwenderisch mit der Energie in der Sonne. Wir, die wir uns sorgen um unsere wenigen Windrädchen, die da den Wald noch abholzen dafür. Die Energie, Gott hat Energie, die Fülle, und der ihn lieb hat, muss sein, wie die Sonne aufgeht in ihrer Pracht.
Da geht etwas auf, wenn Jesus in seiner Liebe in deinem Leben etwas wirken kann. Und das ist wunderbar, still dein Leben diesem Heiland Jesus zur Verfügung, dass ich ihn nicht bloß mit Worten lieb habe, sondern über der Sünde meines Lebens. Und das hat mich von diesem Tag an, wo ich das mit Jesus festgemacht habe, immer festgehalten. An mir ist nichts, an dir ist alles. Du bist mein Herr und herzlich lieb habe ich dich, Herr. Und ich freue mich so, dass du mich nicht aufgibst. Das soll mein ganzes Rühmen sein. Von mir ist nichts zu rühmen. Und das bleibt für unser ganzes Leben bis in die Todesstunde. Und wenn du einbrichst, freue dich daran, dass Jesus dich nicht aufgibt. Er kann dich nicht aufgeben. Und da gibt den Petrus noch einen wichtigen Rat. Weide meine Lämmer. Das ist ja wunderbar, dass nicht nur er der gute Hirte ist, sondern dass er uns zu Hirten einsetzt. Das ist so schön, dass man in manchen Gegenden ja nicht Pfarrer sagt oder Gemeindeleiter, sondern Pastor. Und das heißt Hirte. Und wo du bist, du sollst ein Hirte sein. Und was soll denn ein Hirte tun? Ein Hirte, ich habe früher immer gemeint, der Hund sei beim Hirten das Wichtige. Und da habe ich immer gesagt, vom Hirtenhund habe ich Angst. Und hat einmal gesagt, da merkt man, dass sie von Schafen nichts verstehen. Noch nie hat ein Hirtenhund ein Schaf gebissen. Der rennt bloß um und bellt und hält die Herde beim Hirten ab. Das ist ja wunderbar, dass der Hirte die Lämmer trägt, die kleinen, schwachen Christen. Und das darfst du tun. Werd bloß nie stolz. Es redet nie von dieser gesetzlichen Haltung. Ich bin ein perfekter Mensch. Brauchst du den Leuten das nicht vorgaukeln, sondern ich bin einer, den die Gnade gefunden hat. Und der nur durch die Gnade selig wird. Nur durch das Blut Jesu. Und das wollen wir sagen, dass es so bleibt. Wir wollen den Hirtendienst lernen von Jesus, dass wir Diener sind, ganz kleine Diener und keine Herren der Gemeinde. Diener, meine Oma, das war die Mutter von Wilhelm Busch, beim Speer, die hat so schrecklich Mundkrebs bekommen im Alter. Die konnte dann vorher schon nicht mehr laufen, wir haben sie auf dem Leiterweg gefahren. Und da wollte sie einen Besuch machen. Und wir haben sie nachher gefragt, warum hast du einen Besuch machen wollen? Und dann sagte sie, sie musste gefahren werden auf dem Leiterwagen. Wir haben damals noch nicht die Autos gehabt. Sie weißt du, das war eine ganz böse Frau, die hat mit vielen Männern gelebt. Aber ich musste ihr doch vom Heiland erzählen, der alle rettet. Und das soll bei uns das Kennzeichen sein, dass wir das so weitertragen. Ich möchte schließen mit einer Stelle von Hebräer 7. Und ich durfte jetzt nochmal aufschlagen, weil das unser Thema ist. Jesus kann ewig selig machen. Nein, ich habe große Sorge, dass wir uns immer wieder anstecken lassen von dem großen Stolz. Wenn du die alten Biografien lest, achtet mal drauf, wie die drauf geachtet haben, dass nie was war von Sündlosigkeit. Nie. Bloß vom Lob vom Heiland und seinem Blut, das allen Jammer zudeckt. Vom Heiland. Ich habe ja viele Menschen beerdigt. Viele gottlose Leute, die nie in der Kirche waren. Da sage ich, wie können sie das machen? Am Grab habe ich das gern getan. Den Leuten gesagt, ich bin schockiert, wenn ich am Sarg stehe, wenn ich daran denke, dass ich einmal so da liege. Weg! Was rettet mich? Mich rettet nur der Heiland. Ich habe das Zeugnis gegeben. Das kannst du gottlosen Menschen erzählen. Und was ich immer erlebt habe, dass die gottlosen Leute gesagt haben, atemlos haben sie gelauscht. Das Evangelium. Wir brauchen vor der Welt doch keinen Stolz zu haben und große Sprüche machen. Sondern das Herrlichste ist der Heiland. Hebräer 7, da steht drin, dass Jesus der hohe Priester ist. Deine böse Schuld deines Lebens. Und bei jedem von uns schreit das gen Himmel. Ist kein einziger. Wenn dein Nachbar wüsste, was in deinem Leben alles verschmutzt drin ist, du würdest hochrot aus dem Saal stürmen und sagen, ich lasse mich nimmer blicken. Gott sei Dank gibt es ein Schweigegeheimnis. Aber der Heiland weiß es und der Heiland will es in des Meerestiefe versenken. Und legt das bei Jesus ab. Und da heißt es so schön,
im Kapitel 7, Vers 25. Dieser hohe Priester Jesus, der vom Himmel kommt, Gottes Sohn, vollkommen ohne Sünde, der ist der Einzige, der dich lösen kann aus der großen Last der Sünde. Er kann für immer selig machen, die durch ihn zu Gott kommen, denn er lebt für immer und bittet für sie. Er hat den Heiligen Geist beauftragt, dass er der Anwalt ist, der meinem Vater sagt, Herr, für den habe ich mein Leben gegeben. Und das Alte ist weggetan. Du brauchst nicht mehr grübeln, dass an Herr Jesus, dass ich noch einmal mit dir leben darf. Der hohe Priester Jesus. Ist ja die wichtigste Frage, was hältst du von Jesus? Ich weiß, für viele Menschen, besonders bei den Theologen, ist Jesus durch ihren rationalen Glauben ist nur eine Chiffre, eine religiöse Formel. Die reden immer nur von Gott und die reden von den Pflichten, die wir haben. Aber wenn ihr in die Bibel hineinguckt, wisst ihr, was wirklich Jesus ist. Von Anbeginn der Welt hat Gott Jesus ausersehen, als weil keiner die Last meines Lebens tragen kann, auch du nicht. Und du kannst auch nicht Herr werden deiner Sünde. Jesus, der hohe Priester, der Mensch wurde wie wir, der versucht ist in allen Dingen wie du. Der hat den ganzen Schmutz der Welt erlebt, die Versuchungen Satans und ohne Sünde geblieben. Und er hat sein Leben geopfert, auch für den Simon Petrus. Erschütternd, dass wir Jesus verleugnen und meinen in eigener Kraft, im Stolz, wir können das, yes, we can, wir machen das, wir schaffen das. Nein, wir schaffen es nicht, aber wir haben den Heiland. Und jetzt singen wir die herrlichen Passions- und Osterlieder und freuen uns, dass der Himmel offen steht. Und das ist der größte Dienst, dass du fröhlich sterben kannst. Wir meinen ja immer, sei das Tollste, wenn wir unbewusst sterben. Nein, das ist herrlich, wenn wir im Sterben noch die Zurückbleibenden segnen können. Das gibt eine offene Tür zum Himmel, weil Jesus, der hohe Priester, für uns gestorben ist. Und das ist wahr, man kann selig sterben, glücklich sterben. Auch mit all der großen Last, die hat Jesus hinweggetragen. Und was du bei Jesus abgelegt hast, da ist Fischen verboten, nimmer in den alten Dingen grübeln. Das ist vorbei und jetzt darfst du mit Jesus leben, wenn du wieder einbrichst. Herr Jesus, herrlich, dass ich zu dir kommen darf und dass du mich selig machst. Und das ist so wunderbar, dass das über deinem Leben steht. Er bittet für uns. Weißt du, dass er für dich betet? Weil Jesus merkt, du schaffst es in eigener Kraft nicht. Du brauchst ihm das gar nicht erzählen. Das hat er von Ewigkeit her schon gewusst, wie wir alle versuchte Leute sind in der Gewalt, in den Ketten Satans. Und dass das unbarmherzig ist, wenn wir sagen, du musst bloß wollen. Nein, auch gläubige Leute können nur von der Gnade leben. Ich nehme die Gnade, die mir Heil gebracht. Die Gnade von Jesus. Und es geht gar nichts mehr ohne Gnade. Das ist das schöne Hillerlied. Mein alles, was ich liebe. Auch ein Hillerlied. Mein alles, was ich liebe, was ich übe. Muss man die Hillerlieder lesen. Bei uns in Württemberg sind die bis heute aktuell, dass man die bei den Abendandachten liest. Weil das bleibt durch die Jahrhunderte hindurch aktuell. Wir haben aus unseren zeitgenössischen Produktionen kaum so was Schönes wie aus dem großen Schatz unserer alten Lieder, wo das biblische Zeugnis besungen wird. Du bist ein Gesegneter, ein von Jesus geadelter. Und Simon ist der Fels, auf den Jesus die Gemeinde baut. Und wir haben auf allen Kirchen den Hahn. Das ist nicht der Wetterhahn. Der erinnert uns an unser Versäumnis, an unsere Schuld. Dass da nie einer mehr so tun sollte, als ob wir das könnten. Sondern dass Jesus für uns gebetet hat. Simon, der Satan hat euch gesichtet wie den Weizen, gesiebt. Aber ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und das ist wunderbar, dass die Heilsgewissheit, dass Jesus dich nicht fallen lässt. Bleibe bei ihm. Und jetzt, wie Friedemann wunderlich sagt, in Jesus bleibt. 70 Mal beim Paulus.
Es geht in der Sprache gar nicht, wie soll ich in Jesus bleiben? 24 Mal sagt Friedemann wunderlich im Epheserbrief, in Jesus bleiben. Herr Jesus, nichts soll mir für dich vertreiben, will auf deinen Wegen gehen, du bist meines Lebens Leben. Ja, die Lieder von Philipp Spitt, das ist so herrlich, die wir singen. Und das ist schon, er will dich zum Segen setzen und dich gebrauchen, weil der Mittler Jesus, der hohe Priester, für dich gebetet hat. Und nun wollen wir aufstehen und zum Schluss beten. Herr, das soll nie aus unserem Sinn kommen, was es dich gekostet hat, dass ich erlöst bin. Herr, in unseren Tagen gibt es so frivole, schreckliche Sprüche von den Kanzeln. Was wir alles tun, und es ist Schutt und Dreck. Auch in der Christenheit ist so viel Schmutz und so viel, was ekelerregend ist. Aber was du tust, dein Heilandswerk, das ist so wunderbar. Und was du treibst durch deine schwache Gemeinde, die nur dich rühmt. Und wir wollen dieses herrliche Evangelium von deinem Kreuzestod, von deinem Blut, das du für uns vergossen hast. Ja, das war nötig, weil nur du allein uns von dieser großen Schuld und von der Gebundenheit Satans lösen kannst. Ich möchte dich für jeden bitten. Für jeden unter uns, wenn er morgen wieder drinsteckt, in der Mühle des Alltags, dass wir nicht auf uns blicken, sondern wir auf dich blicken, den Heiland. Nichts tun ohne dich. Und dass wir das die Kinder lehren können und auch unseren Kollegen bezeugen. Nein, an uns und unserem Leben ist nichts auf dieser Erde. Was du uns an Gnade gibst, das ist herrlich. Und wir sind noch gespannt, wie du uns gebrauchst und zum Segen setzt. Herr Jesus, du kannst so wunderbar wirken. Und du hast Menschen durchgreifend verändert, das ist herrlich. Dass deine Gnade unser Leben ganz neu machen kann. Herr, wir wollen mit dir leben, mit deinem Geist erfüllt sein. Wir bitten für unsere Gemeinden, dass das Zeugnis und das Rühmen deiner Gnade gar nie aufhört. Und wir danken dir, dass das von unseren Vorvätern und Müttern, von unseren Urahnen schon durchgeklungen ist. Die große Liebe von dir, mit der du uns geliebt hast. Und dass wir an dieser Liebe stehen dürfen, von dir getragen sind, bis du uns heimholst in deinen Frieden. Ja, das ist das Größte, dass wir ewig selig werden bei dir. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser, bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich, die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Herr, segne uns und behüte uns. Der Herr lasse sein Angesicht über uns, sei uns gnädig. Hebe sein Angesicht auf uns.